Heute starten wir in Wild Horse Islands. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Einige von euch hatten dieses Spiel vorgeschlagen und sich gewünscht. Und ich hatte das tatsächlich sowieso auf meiner Liste an Spielen, die ich mal antesten möchte. Also gucken wir jetzt heute mal rein. Gestartet sind wir hier auf diesem kleinen Round Pen. Und wir scheinen hier auch wirklich Aufgaben zu haben. Hier ist so ein Quest-Symbol auch auf der Map drauf. Wir sollen jetzt mit Nancy, der Ranch-Besitzerin, reden. So, die winkt schon ganz aufgeregt hier. So, hier läuft ein wildes Pferd auf meiner Insel herum. Kannst du mir helfen, es zu fangen? Klar, was soll ich denn machen? Vielen Dank. Du brauchst ein Lasso, um es zu fangen. take this harvester, use it to harvest some wood from a nearby tree. Okay, also wir sollen mit der Axt oder sollen auf jeden Fall ein bisschen Holz sammeln. So, aus dem Holz können wir dann ein... Ah. Jetzt haben wir das Dings. Oh, wir haben auch noch einen Apfel bekommen. Über Tab können wir das Inventar öffnen. Ah, guck mal hier, Ressourcen. Da haben wir jetzt ein Rope und zwei Lock. Da ist auf jeden Fall ein wildes Pferd. Ich würde mal sagen, wir bauen aber erst vielleicht mal noch ein paar mehr Bäume ab, weil ich nicht weiß, ob das jetzt reicht, was wir eingesammelt haben. Und Äpfel brauchen wir bestimmt auch mal noch. So, ich habe jetzt ein bisschen was gefarmt. Jetzt müssen wir mal gucken. Über Craft können wir jetzt Sachen herstellen. Huch. Und ich hätte gerne ein Lasso. Dafür brauchen wir einen Rope, einen Lock. Okay, das haben wir jetzt damit. Ah, okay, cool. Und jetzt können wir... Oh, wir haben sogar ein Abzeichen verdient. Nice. Okay, das Startpferd scheint immer so auszusehen. Bei dem sieht es jedenfalls auch so aus. Der hat gerade die Quest abgegeben. Okay, dann gucken wir mal, was passiert. Das ist scheinbar der Umkreis. Oh, guck mal, das ist aber lieb. Das kommt schon auf uns zu. Obala. Wir haben es! Your Horse. Okay. Guck mal, Tech. Haben wir denn schon Tech? Nee, haben wir nicht. Ja gut, komm mal mit. Das kriegen wir jetzt bestimmt von ihr. Was haben wir denn hier? Ist das ein Hengst? Das ist wahrscheinlich die Zuneigung und das hier wahrscheinlich die... Wie gut es ist oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich bin doch tatsächlich komplett, Ach so, das hing an der Seite. Ah. Ich habe doch gar keine Ahnung, wie das funktioniert hier in dem Spiel, aber gucken wir mal. So, Nancy's Wild Horse. So, wir haben die Quest abgeschlossen. Und das haben wir dafür gekriegt. 4 Items. Was denn? Weiß ich nicht. Du hast es gefangen. Vielen lieben Dank. Das Pferd scheint dich echt zu mögen, also solltest du es behalten. Nimm dieses Zaumzeug. Oh, cool. Wir haben noch ein Zaumzeug bekommen. Heck. English Bridle. Was bekommen wir denn da jetzt? 0,4% Ausdauer, 0,3% Stärke und 0,4% Geschwindigkeit. Was heißt das Schloss? Weiß es nicht. Ach so, dass wir es... Ah, okay. Also was müssen wir denn jetzt machen? Sie scheint die nächste Quest für uns zu haben. Boat to mine Mainland. Ah ja, Travel, da müssen wir jetzt hin. Leute, das gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon. Nee, ich wollte gar nicht mit dir reden. Also es tut mir leid, Nancy, aber ich wollte eigentlich... Wie können wir... Rename. Rename. Es ist ein Quarter Horse. Es ist ein Quarter Horse Hengst. Ich bin am Überlegen, wie wir ihn nennen. Falls ihr irgendwie eine Idee habt, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie setze ich mich denn drauf? Modes? Play? Bug? Grace Drink? Rear? Angry? Relaxed? Foreground? Scratch Face? Eat from Hand? Das ist ja süß. Das ist schon goldig gemacht, oder? Finde ich cool. Ah, da unten auf Q, Mount, Dismount. Und über W und S können wir schneller oder langsamer werden. Über Shift sprinten wir.
Wir haben auch irgendwo Ausdauer oder so. Über die Steuerung können wir schnell stoppen. Können wir auch springen? Ja, springen geht mit der Leertaste. Oh. Da ist der William, der Bootkapitän. Wo bringt er uns jetzt hin? Warte mal. Ich glaube, ich muss absteigen, oder? Ich weiß es nicht. Hallöchen. Ich will mit ihm reden. Aha. So, suchst du eine, willst du segeln? Ja, würde ich gerne. Ah, guck mal, hier sind jetzt unterschiedliche Orte, wo wir hin können. Level 400, was? Ach du Schande. 150, 20, 60, 250? Jungle Island, Mainland. Ist ja cool. Und hier sind jetzt die anderen Leute, die hier gerade spielen, oder wie? Lizard Island. Und was ist das hier? Kann ich dahin oder kann ich nur dahin? Level 5 required. Wie komme ich denn jetzt? Sail to Mainland. I can take you there for free. Nee. Ach doch! Oh, natürlich. Ja, let's sail. Ja. Ja, ich will auf die Hauptinsel. So, so sieht das Dörfchen jetzt hier aus. Hier oben haben wir eine Windmühle und einen Reitplatz. So, welcome to Mainland. Willkommen zu Wild Horse Islands. Das ist die Hauptinsel, die zentrale Insel vom Spiel. Die Hauptinsel quasi. So, reite zur Kreuzung in der Stadt, um Larry zu finden. Er kauft alles, was man verkaufen möchte. Genauso wie Pferde. Da finden wir außerdem auch noch Steven, der he'll train your horse that's for a fee. Okay, der trainiert unser Pferd. Das würde ich aber ganz gern selber machen. Was haben wir hier? Oh, guck, wir haben sogar unterschiedliche Modelle. Krass. Sehr, sehr cool. Nice. Schau nach Logan beim Stall. Er hat immer unterschiedliche Pferde, die man kaufen kann. So, und man kann auch genauso wilde Pferde finden. Mit einem Lasso kann man sie einfangen. Und man kann, wenn man Glück hat, auch ein seltenes einfangen. So. Dann haben wir dann noch einen Fischer. Der gibt uns eine Quest. Wenn wir Fragen haben, können wir Shella fragen. Die weiß alles. Okay, gut. Dann wissen wir ja soweit schon mal Bescheid. Da ist Shella. Shella. Hey, Shella. Oh Gott. Ah ja, wir müssen auch regelmäßig tatsächlich unser Pferd antreiben. Was habe ich überhaupt im Inventar noch? Ich habe noch einiges an Ressourcen, glaube ich. Ja, ein bisschen was habe ich noch. Oh, da freut sich einer über Geldregen. Ja, sehr, sehr cool. Nice. Wir haben es gerade nur leider mitten in der Nacht. Leider, leider. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, das war's für diese heutige Folge von Wild Horse, wie heißt das nochmal? Oh Gott. Ah, ich kann sogar Fotos machen. Da komme ich in den Fotomodus. Das ist cool. Also, war auf jeden Fall cool. Die Map macht mir richtig Spaß. Das andere mit den Pferden, das will ich mir aber auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Da kommen wir auch noch hinterher, wie das funktioniert. Aber das hier finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ich bin gespannt, was wir hier noch alles so entdecken können. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.